Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Jahr ist es her, dass wir hier über den globalen Pakt für Migration diskutiert haben. Sie erinnern sich, auch wenn es einigen von Ihnen unangenehm sein dürfte. Und im Windschatten dieses globalen Pakts für Migration ist auch der globale Pakt für Flüchtlinge verabschiedet worden. Gerade jetzt eben diese Woche fand das globale Forum für Flüchtlinge in Genf statt. Und es ist ein von Deutschland, genau gesagt vom Auswärtigen Amt, Herr Maaßen veranstaltetes Forum. Und Herr Maaßen, Herr Maas, der nun leider auch hier in dem Falle nicht da ist, hat hier ganz klar in dem Falle weder freiwillig vorab zu seinen Aussagen und in dem Falle seinen getätigten Zustimmungen berichtet, noch dass er jetzt hier einen Bericht abgeben würde. Und wir haben massive Probleme in Deutschland mit Migration. Gerade heute haben wir jetzt wiederum gehört, dass durch einen statistischen Trick 350.000 in dem Falle Ausreisepflichtige nicht als solche geführt wurden. Illegale. Kann ja mal passieren, dass man eine Großstadt übersieht in deutschen Behörden. Und Herr Maas stellt sich jetzt in Genf hin und bejubelt die Migration komplett alternativlos. Und er bejubelt diese gemeinsam mit NGOs, nicht Regierungsorganisationen, und ohne in dem Falle über die entsprechenden Zielländer entsprechend einzubeziehen, den Bundestag einzubeziehen, wird hier von NGOs und Herkunftsländern über die Zukunft unserer der Zielländer wie Deutschland bestimmt. Denn es ging in dem Falle hier in Genf über ganz klare auch Verantwortlichkeiten, die dem Bundestag zukommen. Und deswegen ist die Notwendigkeit einer Debatte im Bundestag gegeben. Denn es ging in Genf mal wieder um die Verwaltung der Migration. Es ging nicht um die Ursachenbekämpfung. Es ging nicht um die Bevölkerungsexplosion, gerade in Afrika. Es ging nicht um die Geburtenkontrolle in Afrika, unter anderem dort. Und nicht um die Bekämpfung afrikanischer Korruption, nicht um Waffenhandel. Nein, es ging definitiv immer wieder nur um die in dem Falle begrüßenswerte Vorgehensweise der Migration. Und jetzt gibt es Verpflichtungen in Projekten, die da heißen, in dem Falle, wie die Lage der zu migrierenden Menschen zu verbessern ist, wie in dem Falle hier Aufenthalt zu verbessern ist, wie in dem Falle auch hier die weitere Fluchtrouten in dem Falle gestalten sind. Meine Damen und Herren, und wieder gibt es keine Lösung für das Thema. Dafür würden 15.000 neue Stellen finanziert für NGOs, unter anderem natürlich mit Deutschlands, in dem Fall Mithilfe. Meine Damen und Herren, ich war Ende letzten Monats auf einer dieser Fluchtrouten im Balkan. Ich habe in dem Fall in Bihać, Grenze zu Kroatien, die Lager dort mir angeschaut. Und man sieht in dem Falle Tausende junger Männer, deren einziges Ziel ist, nach Deutschland zu gelangen. Tausende junger Muslime, die in dem Falle unbedingt nach Deutschland kommen, die durch 6 bis 7 Staaten sicher reisen, um nur in dem Falle ins deutsche Sozialsystem zu fliehen. Und das ist untragbar, was hier veranstaltet wird. Und das ist untragbar, dass sowas auch in Genf nicht entsprechend zur Sprache kam. Es wurde keinerlei Lösungsansatz in Genf von Herrn Maas vorgestellt. Komplette Fehlanzeige. Stattdessen haben wir, und deswegen der zweite Titel hier dieser Aktuellen Stunde, auch noch groben Unfug vom EU-Parlament vorliegen. Denn mit einer fehlerhaften juristischen Verständnis gibt es hier eine Entscheidung des EU-Parlaments von März, veröffentlicht im Oktober, das ganz klar sagt, dass hier Menschenrechte, Grundrechte für Menschen afrikanischer Abstammung in Europa eingefordert werden. Eine Entschließung, die ganz klar gegen das uns geltende Menschenrecht laut Grundgesetz, haben alle Menschen, gleich welcher Herkunft und Hauptfarbe, gleiche Menschenrechte widerspricht. Und warum um alles in der Welt braucht Europa extra Grundrechte für Afrikaner? Mit Gesetzeskraft für Schwarze. Man kann auch gleich sagen, nach einer Rasse diskriminierende Gesetz, das ist doch grober Unfug, was hier im Europaparlament passierte. Und vor allem, meine Damen und Herren, es wurde vom Deutschen Bundestag nicht behandelt und keinesfalls bisher zurückgewiesen. Das ist das große Problem. Das ist das in dem Falle Erschreckende, was hier passiert. Und im Artikel 23 dieser EU-Entschließung steht, und ich zitiere hier, unter Berücksichtigung der bestehenden Vorschriften und Verfahren ist dafür zu sorgen, von den Mitgliedstaaten, somit auch von Deutschland, dass Migranten und Flüchtlinge und Asylbewerber auf sicheren und legalen Wege in die EU einreisen können. Unvorstellbar. Hier wird komplett negiert, welche Probleme momentan schon existieren. Kein Wort zur Integration. Ganz im Gegenteil. Deswegen wird dort noch postuliert, dass Minderheitengemeinschaften besonders
schwarze Gemeinschaften und Menschen afrikanischer Abstammung, in dem Fall deren Beziehung zu Sozialbehörden, zu verbessern ist. Das ist wörtlich in diesem Antrag drin. Und meine Damen und Herren, das ist unzuträglich. Und es ist dringend Notwendigkeit, dass dieser Deutsche Bundestag im Interesse Deutschlands seiner Pflicht nachkommt und dieses Vorgehen der EU zurückweist. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, Ursula Groden-Kranich.